Auf dem Gipfel der Berge, in der einsam gelegenen Hütte oder in der Rokoko-Pracht meiner Gemächer in Linderhofe, ist es mein höchster Genuss, mich zurückzuziehen und darin Trost und Balsam zu finden für so manches Herbe und Schmerzliche, das die traurige Gegenwart mit sich bringt. Ludwig II., König von Bayern, hat die Welt gründlich satt. Mit 18 Jahren bereits zum König gekrönt, soll er plötzlich ein Leben voller Pflichten und Anforderungen führen. Doch Ludwig will sich den Normen seiner Zeit nicht fügen. Schon bald vermeidet er jegliche Berührung mit der Außenwelt. Ein scheuer Mensch. So wie er es mir vorgestellt hat. Ich glaube, dass der nicht dran weggelebt hat, irgendwie. Vielleicht auch nicht so sehr das Glück mit den Menschen gehabt. Ludwig wendet sich ab. Zu sehr verbittern ihn persönliche Angriffe und politische Intrigen. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit der Berge und beginnt, seine Schlösser zu bauen. Traumwelten eines unglücklichen Königs. Künstliche Paradiese. It's absolutely beautiful. It's unreal. Fantastic. Incredible. Schloss Linderhof. Inmitten einer herben Gebirgslandschaft gelegen, wird zu Ludwigs Lieblingsort. Hierhin zieht er sich zurück, um der Last des Lebens zu entfliehen. Es sind Erinnerungsräume, die sich Ludwig baut, kaum zum praktischen Gebrauch bestimmt. Majestätische Traumspiele eines völlig Vereinsamten. Geht man durch seine Schlösser, so geht man durch seine Seele. Sie spiegeln sein Leben zwischen Traum und Wirklichkeit. Ja, er hat halt schon furchtbar übertrieben, auch, gell? Weil einfach irgendwo ein Schloss bauen, gerade weil es ihm da gefällt oder so, das ist schon. Vielleicht ist unsere heutige Welt zu technisch und zu abstrakt und nicht genug mit Fantasie. Ludwig lebt diese Fantasie wie kein anderer. Mitten im Wald in der Nähe von Linderhof lässt er sich eine einfache Hütte bauen, in die er sich zurückziehen kann. Innen drin ein großer künstlicher Baum, eine Feuerstelle und ein paar Bärenfelle. Aber keine reale Welt, sondern alles nur Kulisse. Ein Bühnenbild aus der Oper Walküre. Hier träumt er von Richard Wagner und seiner Musik. Ludwig flieht regelrecht in die Welt der schönen Künste. Nur dort fühlt er sich verstanden. Zeit seines Lebens war er allein. Seine Liebe zu Männern bleibt ewig unerfüllt. Sein ganzes Leben ein Königsdrama mit ihm als Hauptdarsteller. Ziemlich depressiv, ne? Ich bin fasziniert davon. Sicher vielleicht ein Stück, was wir alle nicht mehr haben können. Romantik und Schönheit auch, ne? Ja, ja. Heute ist es vorbei mit der Einsamkeit. Das Volk ist ihm gefolgt bis in den letzten Winkel seiner Gemächer. Ludwigs Traum wird von Touristen zertrampelt. Aber offensichtlich ist die Faszination von damals auch heute noch lebendig. Ludwigs Welt, ein Stück eigener Traum? Zumindest genauso aufregend wie Disneyland. Ach, wie nichtig ist diese Welt. Wie elend, wie gemein so viele Menschen. Keine Sorge, es gibt ja noch die königliche Grotte. Eigentlich ist sie ja im Winterhalbjahr geschlossen, aber die staatliche Schlösserverwaltung gewährt trotzdem Einlass, ausnahmsweise. Es ist kühl und duster da drinnen. Vorbei sind eben die Zeiten, als noch Ludwigs Warmluftmaschine in Betrieb war und der neue Dynamo helles Licht spendete. Aber was soll's? Dafür ist auch das Wasser abgelassen und die königliche Wellenmaschine ausgebaut. Man hat eben keinen Respekt mehr vor den Träumen seiner Majestät. Gut, da in der Gegend wird schon viel. Schon da drin mit Ludwig, der wird halt über alles gestellt. Zeit seines Lebens war Ludwig auf der Flucht vor sich selbst und vor den Menschen. Aber er war ein genialer Träumer, der etwas zurückgelassen hat, was bis heute unsere Gefühle und unsere Sehnsucht trifft.